Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem Neuwalder Let's Play in OMSI 2. Ja, wir fahren mal in Bremen, wieder mal eine neue, ja, nicht eine neue Linie, aber wir fahren eine Linie mit kleinen abgewandelten Linienweg. Der ist ein bisschen anders, genau. Aber ich schaue mal kurz, ob das hier auch aufnimmt. Das macht es auch das Ganze, genau. Genau, wir fahren mal in den Weko Crossvale heute mal. Ja, mal ein bisschen Abwechslung. Ich finde eigentlich ganz cool. Ja. Okay, genau. Ganze fahren wir in 12 Meter Variante. Ich hoffe auch, dass man dann da in der Gasse da gut reinkommt. Könnte vielleicht ein bisschen eng werden, aber was nicht passt, wird passend gemacht. Genau, mal soweit startbereit. So. Ja, fahren wir auf Blumenthal Linie 96. Genau. Siebenundneunzig wollen wir. Die wollte ich fahren eigentlich. Weil da führt dann halt dieser Linienweg da lang. Genau, war fort. Dann schildern wir das Ganze jetzt hier, Linie. Deine Warnung. Ah, okay. Schildern wir das Ganze jetzt noch 97. Fahren wir ein Stückchen vor, wenn die einsteigen, oder? Ja. Aber noch kurz, das spulen wir gleich vor die Zeit. Können wir mal gucken, auf jeden Fall geht die Fahrzeit gar nicht mal so lange. Genau, Abfahrt ist um 12 Uhr. 11. Wäre schön, ein Ticket zurück. War fast direkt los. Und wie immer, lasst doch gerne ein Abo da bei MobilTV. Lohnt sich auf jeden Fall. Würde ich mal sagen, ja. Genau. Schauen wir trotzdem mal die Hilfspfeile an. Mal einfach mal gucken, wo es lang geht. Genau. Schnell mal an Pfand, ne? Und die wollen nicht mit. Hier fahren wir nach. Wie wir sehen, nach rechts. Lassen den mal hier vor. Ja, sonst gibt's zu erzählen. Hat nicht viel eigentlich, wie immer.
nochmal das gleiche. Ja. Mal gucken, vielleicht machen wir nächstes Wochenende mal einen Livestream oder so. Haben Sie. Auch schon lange nicht mehr gemacht, sage ich mal. Ja, gestern hatte ich das hier, dass die Leute nicht einsteigen wollten. Ja, jetzt geht's anscheinend. Komisch. Die Verspätung 1:30, das geht ja noch. Oh, wir sind ja links. Fuck. Oh Mann. Ich finde, weil sonst ist man eigentlich hier gerade ausgefahren irgendwie. Ja, wie gesagt, das Fahrzeug gibt's bei Steam zu kaufen. Boah, schönes Pack. Gibt's auf jeden Fall ganz viele Versionen von. Ja, lohnt sich. Richtig gut geguckt hier. Obligatorischen Blick haben wir gemacht. Auf den regulären Linienweg. Mal schauen, ob der mit möchte. Aber nicht. Nee. Boah. Der Bus ist einfach weggespawnt, ja moin. Ja. So, jetzt fahren wir vorne die eine Haltestelle an und dann biegt man da rechts ab. Warum das überhaupt so ist, eigentlich macht es keinen Sinn, man könnte theoretisch geradeaus durchfahren. Normalerweise. Aber naja. Wird schon seine Gründe haben. So, jetzt fahren wir hier rechts rein. Man sieht halt, das ist noch nicht ganz fertig so. Ich denke mal, es wird noch ein bisschen hier bearbeitet. Das hier. Genau.
Machen wir schon 30 hier lang. Und das finde ich das cool gemacht halt, ne? Nicht nur mal dieses gerade ausgefahren in Bremen. Das ist cool hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch dass diese Karte halt, wie gesagt, überhaupt auch jetzt so oft aktualisiert wird. Sehr, sehr cool, muss man mal sagen. Kommt gerne. Jetzt geht's wieder nochmal auf die Hauptstraße drauf. Also soll ich mal ein bisschen Gas geben hier. Ja. Dann bei 3 Minuten Verspätung. Ui, ein Bus mit Werbung, ist auch nicht oft zu sehen. Sehr cool aus. A37. Ich würde sagen, wir fahren noch bis zu Bahnhof Aumund und dann reicht das eigentlich, sage ich mal. Weil sonst zieht sich das immer wie
Also ich zieht sich das jetzt zu dolle. Ja, genau. Was ist denn los hier jetzt? Soll ich mal raus oder was? So, vorne kommt gleich der Wasserturm. Genau hier vorne. Also, ja. Der Fahrplan ist definitiv verbuggt, weil es ist anscheinend bei jedem Bus irgendwie, dass es dann hier diese Verspätung anzeigt. Du kannst halt überhaupt nichts rausfahren. Aber ich denke mal, es wird noch gefixt. Genau. Egal. Ja, eine grüne Welle. Hier haben wir den Bahnhof. Dann würde ich mal sagen, was wird mal mit dem Let's Play? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr gerne einen Daumen da, ein Abo, wer nicht hat. Genau, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.